schon dabei. Hey Vadim. Hallo zusammen. Ja, ich bin Vadim von Fahrradlounge. Freue mich, dass ihr dabei seid. Hinter der Kamera ist der Paul. Hallo. Wunderbar. Was wollen wir heute zusammen machen? Ich will euch heute zeigen, wie man ein Tubeless Ready Laufrad mit der Milch ausstattet. Sehr, sehr simple Geschichte. Geht relativ schnell. Also ich denke mal, in den nächsten 10 bis maximal 15 Minuten sind wir damit durch. Wir haben das Glück, dass wir hier ein Kundenrad haben, was wir zur Vorführung nutzen können. Wie schon angesprochen, ist der Vorteil jetzt in dem Fall, wir haben passenden Tubeless Ready Reifen. Das ist ganz wichtig. Und wir haben ein passendes Hinterrad bzw. passende Felge mit dem Tubeless Felgenband. Das heißt, wir müssen da nichts basteln, nichts nachrüsten, keine Kits. Dann legen wir mal los. Wichtig ist natürlich, bevor wir das ausbauen, runterschalten. Highlight jetzt hier bei dem Schaltwerk von SRAM. GX-Gruppe. Wir können das arretieren, um das Hinterrad einfacher ausbauen zu können. Hier mit der Steckachse einmal rausdrehen. Und voilà, das Laufrad ist draußen. Kommt mal mit. Vielleicht das Wichtigste vorab, was brauchen wir alles dazu? Wir brauchen einmal natürlich die Milch. Jetzt hier in dem Fall Dog Blue von Schwalbe. Dann müsst ihr euch ein passendes Tubeless Ventil besorgen. Das sieht dann so aus. Vielleicht zur Unterstützung ein Reifenheber, eine Luftpumpe. Noch besser ist natürlich ein Kompressor, weil manche Tubeless Reifen sitzen so lose drauf, dass man mit einer normalen Handpumpe den Reifen nicht auf Felgenrand drücken kann. Wir haben alternativ zum Beispiel jetzt hier von Specialized so ein Reservoir. Den pumpt man vorher mit einer normalen Pumpe sehr voluminös bis 9 bar auf und kann dann über den einen Ventil-Schnellverschluss die Luft auf einmal schnell und komprimiert in den Reifen drücken. Ich hoffe, das werden wir nicht brauchen. So, dann ganz wichtig, erstmal die Luft rauslassen aus dem neuen Schlauch. Vielleicht noch nebenbei, warum rüstet man überhaupt auf Tubeless um? Ja, die wesentlichen Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Einmal der Pfandschutz. Es ist wirklich erstaunlich, also ich fahre auch sehr oft so normale hobbymäßige Marathonrennen. Treffen so viele Leute, die dann schieben und das Rennen abbrechen, weil die mit Schlauch gefahren sind und sich irgendwas eingefahren haben oder vielleicht am Stein den Schlauch durchgeschlagen haben und dann natürlich ein paar Platten haben. Das ist total ärgerlich. Das ist mir jetzt, ich fahre jetzt seit anderthalb Jahren Milch, nicht einmal passiert. Also ich hatte nicht einmal eine Panne. Der nächste Vorteil gegenüber dem Schlauch, ich kann viel weniger Luftdruck fahren. Für mehr Traktion im Gelände ist das auch sehr wichtig. Steinpassagen, Wurzelpassagen. Da kann ich wirklich richtig schön drüber brettern, ohne Angst zu haben, einen Durchschlag zu bekommen. Und ich habe wirklich richtig gute Traktion. Kann mich in die Kurven legen, ohne Angst zu haben, da auszurutschen. Ja, hier ist ganz wichtig, vielleicht habt ihr es gesehen, ich drücke immer den Reifen richtig schön ins Felgenband rein, Felgenbett rein, um den dann eigentlich auch sogar werkzeugfrei ausbauen zu können. Dann brauchen wir auch nicht mal einen Reifenheber dazu. Zack, schon ist er abgesprungen, ziehen wir komplett ab. Ich würde sagen, den Schlauch brauchen wir nie wieder. So, als erstes gucken wir erstmal rein in den Reifen, dass er auch richtig schön sauber ist, keine Verletzungen aufweist. Das ist natürlich Voraussetzung, um jetzt frische Milch einzuführen. In dem Fall sieht alles sehr gut aus. Dann nehmen wir uns die Felge vor. Ganz wichtig hier, dass das Felgenband richtig schön die Felge hier ausfüllt. Ich hoffe, man kann es richtig gut erkennen. Paul, wie findest du das? Sieht man es alles? Ja, ich denke schon. Sieht eigentlich soweit gut aus.
Wunderbar. Dann gehe ich noch einmal durch, schaue, dass nirgendwo irgendwelche Falten drin sind oder Risse zu erkennen sind, dass überall das Felgenband sauber in der Felge verlegt ist. So. Dann nehmen wir einmal das spezielle Ventil für Tubeless. Gibt es in den Ventilen eigentlich Unterschiede, in den Tubeless-Ventilen, oder sind die genormt? Nee, da gibt es tatsächlich schon verschiedene Bauweisen von den Ventilen. Hier in dem Fall sind die Felgen von Santa Cruz und die haben halt eigene Ventile, die speziell passend dafür gebaut sind. Specialized Roval-Laufräder haben andere Ventile. Also ich würde da immer natürlich herstellergebunden Ventile kaufen. Es gibt aber auch für also Drittanbieter, sage ich mal, mit universellen Ventilen. Frag mich da aber jetzt nicht, welche gut sind. Ich habe schon öfters mal tatsächlich Rennteilnehmer gesehen, die dann auch das Rennen aufgeben mussten, weil die Ventile und wie günstig waren, billig verarbeitet, wo dann die Milch an der Seite am Ventil ausgelaufen ist. Genau, hier ist das ganz wichtig, ein bisschen Druck zu geben von oben aufs Ventil, dass es richtig schön drin steckt und dabei dann die Fixiermutter draufzusetzen. Das ist ganz wichtig, am normalen Schlauch kann man die Fixiermutter weglassen, hier in dem Fall nicht. Das ist besonders darauf zu achten, dass es schön drin ist und dass hier auch das Felgenband jetzt nicht verrutscht ist oder verdreht ist. So, dann haben wir das. Setzen jetzt den Reifen drauf. Beim Draufsetzen ist es wichtig, achtet auf die Laufrichtung, weil es ist natürlich doof, wenn einmal die Milch drin ist und man stellt danach fest, verdammt, die Laufrichtung ist falsch, den Reifen abzuziehen und dann wieder umzudrehen, das möchte ich nicht machen, das ist schon eine ganz schöne Sauerei. Dann noch ein Tipp, ich setze mein Ventil immer auf die Höhe der markanten Markierung am Reifen, wie jetzt hier zum Beispiel den Maxxis-Schriftzug, weil im Renneinsatz ist das eine extreme Zeitersparnis, wenn ich mal einen Platten haben sollte oder einen Luftverlust und möchte jetzt schnell aufpumpen. Wenn man nervös ist, kennt wahrscheinlich schon jeder von euch, man findet das verdammte Ventil nicht mehr, oder? Ey, man sucht und denkt, ey, ist das verschwunden? Und da, ich weiß an meinem Fahrrad, da wo das Schriftzug ist, da ist auch das Ventil. Und da suche ich auch tatsächlich nach. So. Wir setzen den Reifen drauf. Zack, wunderbar. So, vielleicht wichtig ist, die Tipps, die ich gebe, das sind so meine eigenen Tipps, die ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe. Also ich finde es ganz gut, wenn das Laufrad dann hängt. Ich versuche das immer irgendwo dann aufzuhängen. Jetzt hier zum Beispiel am Montageständer. Weil dann kann ich vernünftig umgehen. Und jetzt in dem Fall, wo wir den Reifen eh schon von der Felge abgezogen haben, fühle ich die Milch, jetzt in dem Fall von Schwalbe, einfach seitlich in den Reifen, nicht übers Ventil. So, was wichtig noch zu wissen ist, jetzt hier von Schwalbe ist das so, Schwalbe sagt, 60 Milliliter, also hier eine Flasche pro Mountainbike-Laufrad beziehungsweise 30 Milliliter für ein Rennrad. Schaut selber in die Herstellerangaben von eurem Tubeless-Anbieter, wie viel Milch tatsächlich zu empfehlen ist, dass man einfach nicht zu viel reinmacht. Das ist natürlich alles so rotierende Masse. Gewicht zu wenig ist natürlich auch blöd, trocknet sehr schnell aus oder verteilt sich schlecht, verschließt dann nicht mehr die Löcher. Okay, dann, wie gesagt, lasse ich die Milch einfach hier reinlaufen. Komplett. Paul, du fragst dich bestimmt, warum man das nicht über das Ventil reinlaufen lässt. Das wäre jetzt in der Tat wirklich eine sehr sinnvolle Frage. Genau, weil ich versuche das zu vermeiden, die Milch und wir im Bereich vom Ventil reinlaufen zu lassen, damit das Ventil einfach nicht verklebt. Ne? Diese Milch, die hat ja die Eigenschaft abzudichten, zu verkleben. Und wenn man zu viel Milch über das Ventil reingelassen hat,
kann passieren, dass... Oh, ich habe einen trockenen Hals, jetzt hier so viel gequatscht. Ich muss mal was trinken, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall kann das Ventil verkleben, geht nicht mehr richtig zu, entweicht die Luft oder man will irgendwie einige Tage später wieder aufpumpen und kriegt die Luft nicht so richtig rein, weil alles verklebt ist. Deswegen versuche ich tatsächlich einfach zu vermeiden, das Ventil irgendwie mit der Milch in Verbindung zu bringen. So, als nächstes fange ich immer von unten an, den Reifen in die Felge reinzudrücken. Links und rechts versuchen gleichzeitig. Jetzt ist zum Beispiel der Vorteil, die Milch ist im Reifen drin und kann einfach nicht irgendwie nach außen daneben spritzen. Jetzt kann ich auch vernünftig am Reifen arbeiten. So, wenn ihr merkt, der Reifen wird ganz schön straff, geht ganz schön straff drauf, versucht einfach an den Stellen, wo der Reifen schon drin ist, noch weiter ins Fangbett reinzudrücken. Das ist meistens viel tiefer. Und hier sieht man es, mit ein paar Griffen war es schon definitiv einfacher, den Rest des Reifens draufzuziehen. Ich bin immer wieder stolz, wie gut es immer klappt, mit dem Ventil schön mittig im Maxxis Logo reinzusetzen. So, dann würde ich jetzt einfach probieren, nur mit der Pumpe das Hinterrad aufzupumpen. Wenn nicht, dann nehmen wir unseren Reservoir zur Verfügung. Komm mal einmal kurz ran, Paul. Ich will noch mal kurz auf eine Geschichte drauf hinweisen. Hier sieht man das Ventil. Achtet drauf, wenn ihr aufpumpt, dass der Reifen einmal links und auf der anderen Seite rechts am Ventil vorbeigeht. Dass das Ventil schön mittig drin ist und die Luft direkt in den Reifen einströmen kann. Und dann wirklich versuchen, mit schnellen, kräftigen Stößen den Reifen aufzupumpen. Das ist ein sehr guter Effekt. Die Luft geht nicht drauf, weil der Reifen einfach zu lose drauf liegt. Wenn ihr keinen Kompressor oder kein Reservoir da habt, versucht den Reifen so ein bisschen ans Fangrand zu drücken. Manchmal hilft es. Ich probiere nochmal. Ja, das hat geklappt. Da gab es einfach eine Stelle, wo der Reifen ein bisschen zu tief in der Felge war, da entwich die Luft. Jetzt habe ich das auf den Fangrand gedrückt und schon klappt es. Ich pumpe jetzt so ungefähr bis 3 Bar drauf. Ja, da sieht man auch, wie der Reifen sich auf die aufs Reifen, also Felgenband drückt. So, jetzt muss ich mal aufhören zu quatschen. So viel pumpen kann ich nicht mehr. Paul, du kannst übernehmen. So, wunderbar. Was passiert eigentlich, wenn ich Luft ablasse? Kommt mir da nicht die ganze Milch entgegen? Na, jetzt in dem Fall nicht, weil die Milch befindet sich ja jetzt die ganze Zeit in dem Bereich. Ich habe ja das Laufrad noch nicht gedreht. Das heißt, kann ja gar nicht. Nachher natürlich, wenn du so einen Schleicher hattest und musst einfach aufpumpen, kann tatsächlich passieren, dass wenn du hier rauf drückst, kommt etwas Milch, aber das kannst du nicht vermeiden. So, jetzt muss ich mal was trinken. Kurz dem ganzen Sport einatmen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir keinen Kompressor haben, dass wir auch mal ein bisschen sportlich tätig werden. Genau, Ventil wieder verschließen. Das Schöne ist, so ein französisches Ventil, wie jetzt in dem Fall, das kostet nicht die Welt. Also 90 Cent, maximal 2 Euro. Wenn ihr das Gefühl habt, das Ventil ist verklebt von der Milch, geht in den Fahrradladen, holt euch 5-6 Stück, tauscht es einfach aus gegen einen frischen, dann habt ihr keinen Stress, zum Beispiel beim Rennen oder wenn ihr im Urlaub seid, dass die Luft immer wieder entweicht oder ihr bekommt die Luft nicht wieder ordentlich rein, weil das alles verklebt ist. Genau, das ist halt ganz gut. So, jetzt mache ich das so, dass ich einfach noch händisch noch ein bisschen schüttele, die Milch vernünftig im Reifen verteile
um mögliche, mögliche, was sagt man dazu, Paul? Wenn die Luft entweicht, also mögliche Stellen, wo die Luft entweicht, zu verschließen mit der Milch. Ne? Mhm. Hast aber richtig ausgedrückt, alles gut. Sehr schön. Okay, in diesem Falle könnte ich jetzt, um das Schütteln zu vermeiden und solche Sachen, könnte ich das Laufrad jetzt aber auch einbauen und mit 5 km/h 10 Minuten durch die Gegend fahren, hätte denselben Effekt, oder? Genau. Das empfehle ich auch immer wieder, so einen Tubeless-Umbau nicht durchzuführen jetzt abends, wo man ins Bett geht und nicht mehr mit dem Fahrrad fährt, sondern macht das wirklich vor einer kleinen Tour, wo ihr dann nach so einem Umbau das Fahrrad wenigstens noch eine halbe Stunde bewegt. Dann kann sich die Milch vernünftig überall verteilen und mögliche Undichtigkeiten verschließen. Das war das Wort, Undichtigkeiten. Geil, genau. So, dann bauen wir das Hinterrad wieder ein. Okay, also ich fasse zusammen. Tubeless ist pannensicherer als normal Schlauch. Ja. Theoretisch gesehen auch leichter. Ja, schon. Ich sag mal, wir haben jetzt hier 60 Milliliter Milch drin. So ein Schlauch. Oh Gott, jetzt muss ich mal. Ich weiß gar nicht, was so ein Schlauch wiegt. Ich guck mal ganz kurz. Also ich gebe ein Gebot ab von 180 Gramm. Ja, muss ich jetzt lügen, weiß ich tatsächlich nicht. Für das nächste Mal holen wir das nach. Wunderbar. Achso, übrigens, ganz wichtig, alle Sachen, die ihr gesehen habt, könnt ihr auch bei uns im Laden erwerben. Entweder in Berlin-Friedrichshain oder in Strausberg. Kommt jederzeit vorbei. Und noch eine Frage, wir wollen demnächst ein paar Workshops veranstalten, wo wir uns mit euch zusammen im Laden treffen und bestimmte Reparaturgeschichten, Servicegeschichten am Fahrrad zusammen durchgehen, dass ihr das auch selber im Laden machen könnt. Was würdet ihr dazu sagen, wenn wir in den nächsten Tagen einfach einen Termin machen, wo wir zusammen uns im Laden treffen und so einen Tubeless-Umbau nochmal zusammen durchführen, vielleicht an einem eurer Räder? Schreibt was in die Kommentare. Wir würden uns da unheimlich freuen. Gebt uns Feedback, wie ihr das Video fandet. Liked uns, abonniert uns und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao. Ciao.